So, Feinde mal. Feinde Mannmarsch, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Farqua. Farqua, ja, wunderbar. Dann machen wir es jetzt so, dann nehmen wir den uns mit. Ich weiß, dass einer die Treppe hochkommt, das ist mir schon klar. Und der holt mich gerade mal kurz weg, ja. Ich war, weil ich in Deckung gegangen bin. Ich wollte eigentlich nicht in Deckung gehen. Ja, das kommt natürlich bei Feinde, das ist das Problem. Okay, dann geht's jetzt weiter. So, mal gucken, ob da jetzt einer drunter läuft. Das wäre schön. Würde mir Arbeit sparen. Gute Nacht. Alter, was frisst der? Jetzt ist er da. Beim vierten Schuss, fünften Schuss. Schuss, bye bye. So, jetzt ist mal hier auch ruhig. Ich sag ja, die kommen doch freiwillig an, die Jungs. So. Wir haben nicht nur noch einen Teil, eine Aufgabe zu erledigen. Und das heißt, Kessler finden und entführen. Habe wohl alles Verwendbare eingesagt. Also wir haben nicht mehr so viel zu tun, aber es ist, wie gesagt, eine geile Mission, muss ich sagen. So eine coole Mission. Meines Wissens hat die Rebby das tatsächlich auch mal gestreamt. Also ihr könnt gerne mal bei ihr reinschauen. Der Kanal ist bei mir unter dem Video verlinkt. So, ich arbeite mich gerade mal hier kurz komplett durch. Dann hole ich mir die paar Jungs da noch. So, alles mitnehmen. Wenn das wieder so eine 11-Minuten-Folge wird, dann wird das... Also ist halt so. So, letzte Teil auf jeden Fall. Wie gesagt, wir müssen Kessler finden. Jawohl, ja! Und das ohne zu zielen. Weg mit dem Idioten. Aber das war, glaube ich, der. War der das? Ach, da oben steht noch einer. Ah, den habe ich auch nicht. Ich bin so. Ah, ich sitze genau auf den Griff, das Gitter. Scheiße. Das war natürlich nicht der Plan an der Sache. Ärger, kill! So. Jetzt gehörst du mir, mein Freund! Ich glaube, der ist down. Der da oben lag, oder er sitzt, oder wie auch immer. Und da oben ist am Kran, ist einer noch. Das habe ich noch gesehen. So.
So, ich weiß nicht, ob der jetzt auch da. Ob der down ist. Die sollen ruhig mal hergucken, Kin. So, der ist Geschichte. Wow, 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 ihr. Ich hab mal ein bisschen. Wie haben wir denn überhaupt noch einen Feind? Also, da kommt noch ein bisschen was nach, sehe ich gerade. Das bin ich. Ne, jetzt bin hier. Okay, dann haben wir Minimum noch drei, wenn ich es richtig sehe. Wenn ich richtig hier im Kopf habe. Da ist noch einer. Ist er kaputt? Nee. Oder? Doch, ich glaube schon. Dann noch ein paar Jungs. Eieiei, ich bin so schlecht im Zielen. Uiuiuiuiui. Kill. Headshot. So. So. So, weiter. Das hier wird sehr nützlich sein. Ja, vor allen Dingen. Aber einige geile Locations, muss man so sagen. Oh, oh, da ist ein Panzer. Das ist natürlich nicht gut, wenn der Panzer da ist. Das gefällt mir auch nicht. Weil der... Welche Abo? Ich muss den Fahrer noch kriegen, ne? Mehr finde ich nicht. Ich brauche eine etwas bessere Position. Der tut nämlich ja nicht mehr, der Panzer. Den einen Panzer jetzt gerade besiegt oder was?
sind doch noch ein paar Gegner. So, der ist mal eine gute Geschichte. Okay, der Panzer hat leider keinen. Oh, ich habe was getroffen. Wenn ich Glück habe, ist das der Panzer gewesen. Ich glaube, ich habe den Fahrer, weil ich den Fahrer getroffen habe. Wenn ich Glück habe, ist der ziemlich damit. Kann ich den nämlich jetzt ausschalten, weil wenn ich die Panzer weg habe, ist das für mich deutlich einfacher. So, der ist schon mal fahrunfähig. Jawohl! Treffer! Und zwar genau da hinten rein. Der eine Panzer schon mal weg. Der hat noch ein bisschen Zeit. Da war das der Fahrer nur, ne? So, und das ist der zweite. So, Panzer müsste jetzt eigentlich Geschichte sein. Genauso wie der zweite. Uiuiui. Wir haben noch mehr da oben stehen. Ich hoffe, ich bin ein bisschen zu schnell. Wenn ich Glück habe, ist der Panzer damit weg. Ah, super. Welch eine Überraschung, dass er das nämlich eben nicht ist.
Der Panzer schon mal weg. Und der zweite Ding, das zweite Ding, was da auch immer ist, ist da auch, glaube ich. Ja, ist es nicht. Scheiße. Ab einem gewissen Radius kann der nämlich nichts mehr tun. Das heißt, warte mal, habe ich noch eine Tellermine? Habe ich noch eine Mine irgendwo? Ne, habe ich nicht. Fuck. Keine Rucksackladung mehr. Jetzt ist er weg. Ja. Boah, Gott sei Dank. Direkt Panzer, Alter. Beide weg. So, die scheiß Panzer sind weg. Da ist Ruhe. Sonst ist nichts mehr zu finden. Haben wir noch ein paar Gegner? Drei Panzerfaust sind Infanterie. Zwei Infanterie, okay. Und Panzerfaust, okay. Sollte herkommen. Sollen die Jungs mal herkommen? Sind die bei mir, ne? Oder sind die unten? Ja, sind unten. Okay. Ja, hau doch mal ab von mir! Das ist nicht wahr! Hast du das mit denen einfach den ich auch noch geholt? Nein! Ich nehme jetzt mal seinen Kumpel mit. Scheiße! Hört sich nicht gut, dass er das. So, der zweite auch down. So, Ruhe. Die Frage ist, wie war alle down oder was? Finde ich nicht.
So. Dann suchen wir uns jetzt Kessler noch. Und dann ist Ruhe. Moment, wo ist denn der? Hör zu, was für ein Feind. Das kann ich mal kurz annehmen, den Feind noch looten. Schätze, ich habe alles eingesammelt. So, die Frage ist, wo ist Kessler? Ah, da unten. Zeigt er mir gerade an. Okay. Ja, große Frage, wo ist Kessler? Habe wohl alles Verwendbare eingesagt. Hm. Okay, diese Richtung geht es natürlich nicht, oder? Jetzt muss ja irgendwo. Kollege sein, ne? Hier sind wir auch schon durch. Wo ist die denn? Kann doch nicht sein, dass der hier aufzufinden ist, der Typ. Wo ist der denn hin? Der Typ, der wird sich doch nicht irgendwo versteckt haben. Also der muss ja hier in dem Gebiet irgendwo sein, ne? Andreas Kessler. Okay. Wer zum Teufel sind Sie? Sie kommen mit mir. So, da ist er doch. Zeit aufzustehen. Ich habe alle deine Typen getötet, alle deine Menschen getötet. Ganz ruhig, Professor. Damit müssen wir sie doch alle haben. Damit haben wir sie auch alle. Optionale Ziele alle 3. So. Perfekt.
dann haben wir sie alle. Level 12. Gut, dann haben wir das. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit der Villa Giovi Fiorini. Die Partisanen unternehmen einen großen Angriff auf Giovanni Fiorini, die Basis von Major Klaus Rothbauer. Ist der Leitführer der dortigen Nazi-Prominenz und enger Vertrauter Böhms. Das US glaubt, er verfüge über wichtige Informationen zu Böhms Plänen für neue Raketen. Besorge Informationen und kümmere dich um Rothbauer. Unterstütze außerdem Partisanen bei ihrem Angriff, bevor es zu spät ist. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.